Blub blub, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 1 und ja, ich bin nicht alleine und wie ihr seht, es sind nur zwei Level weiter. Ja, das liegt daran, weil DxStory einfach gemeint hat, ich nehme einfach mal nach 10 Minuten nicht mehr auf. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen und währenddessen kann ich mir meinen Gast mal vorstellen. Denn das hier wird lange Hallöchen. Dauern. Hallo. Hi, ich bin die Melly oder auch die Miss Klasali eigentlich eher. Und ja, Gary hat mich gebeten, dass ich ihm da zuschaue, damit er ein bisschen Motivation bekommt wieder zum Spielen. Ja, genau. Außerdem kennst du das Spiel nicht und ich wollte es dir mal zeigen. Ja, und Leute, ihr oder seht mehr schon, oder was, weniger. Wow, ihr seht schon, was das für ein tolles Level hier ist. Mhm. Total toll, wie mehr oder weniger. Oh, fick. Ja, das wiederholen wir jetzt. Wir müssen ja dasselbe machen wie vorher, also eigentlich darfst du dann noch ein paar Mal runterfallen. Ach so, nee, ich habe nicht vorhin, ich habe auch nicht mehr so viel Leben, Melly, guck, ich habe nur noch 11. Ach so, okay, ja gut. Sehr gut. Ist doof. Mehr oder weniger, weil ich glaube, dass von meinem Zahnarzt das Spiel zur Verfügung bestanden hatte. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht mehr genau, das ist schon länger her. Okay. Warte mal, bei dem anderen Level, bei dem nächsten, das kommt, Leute, hatten wir 18 Kisten oder sowas nicht. Hm? Da war aber kein Bonus-Level. Es war keine Möglichkeit, sowas zu sammeln wie hier. Ich verstehe es nicht. Gucken wir ja jetzt gleich nochmal an, Leute. Werdet ihr dann ja sehen. Ihr seid ja live dabei. Naja, nicht so ganz, weil DxStory rumspackt. Aber momentan nimmt es auf. In diesem Bonus-Level von diesem Level hier hat es einfach aufgehört aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, Leute. Tut mir leid. Es kann ein bisschen an dem Emulator liegen. Ja, beziehungsweise an dem Spiel. Dann einfach rumgebackt naja, hat. Stream. Nee, glaube ich nicht. Ah, DxStory hatte sonst auch keine Probleme mit dem Stream. Aber es läuft um einiges besser als letztes Mal. Hm? Ich hoffe nur, ich komme jetzt zum Checkpoint, ohne zu sterben. Ja, nehme ich den da. Yay! Wuhu! Hier mache ich mal ein Safe State. Mhm. Ja, okay. Wir haben beschlossen, dass Gary bei jedem Checkpoint ein Safe State machen darf. Ja, genau. Haben wir als Kompromiss. Weil, Leute, ihr habt euch. Seid froh, dass der Part verloren gegangen ist, weil das war echt ein Fail-Fest sondergleichen. Ich bin jetzt wieder drin. Das war im Grunde jetzt so der Einspielpart eben, den ihr jetzt verpasst habt. Und deswegen läuft das hier vielleicht ein bisschen mehr smooth. Mhm. Denn, oh ja, oh, guck mal hier, hier bin ich schon 30 Mal gestorben letztes Mal. Ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Hier, das ist eine scheiß Stelle. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger und. Ja. Oh, die Stelle hier ist noch. Wir sagen einfach, das war eine Testaufnahme. Dreckig! Nein. Den gönne ich mir jetzt, Leute. So. Ich habe nicht mehr viel Leben, Leute. Ich habe jetzt eben, ich weiß nicht, 15 Leben verprasst oder so. Ich glaube 15. So, hier war auch noch einer. Moin. Auf jeden Fall sehr viele. Ja, wirklich sehr viele, Leute. Und ja, muss man nicht haben. Du kannst ja nochmal sagen, was hältst du denn von diesem schönen Spielchen? Soweit. Ja. Ja. Interessant. Ja, können wir mal machen, ne? Ja. Okay. Mhm. Aber ist nicht so deins, ne? Nicht so wirklich. Mich würde das dann immer nerven, dann würde ich sagen, nö, keine Lust mehr. Weiter. Ja, ich kenne das Gefühl. Aber das ist ja auch das Schöne, man möchte ja aber auch die ganzen Level sehen und so. Und dafür muss man sich da durchquälen manchmal. Aber ich weiß nicht, das hier habe ich auch früher so an lauen Sommerabenden im Grunde gespielt. So bei meiner Tante und mit meiner Cousine zusammen. So nach dem, keine Ahnung, die hatte da so ein Schwimmbad, so ein Pool, weißt du, so klein. Oh, so, jetzt geht das schon ins Bonus-Level. Und hätte ich jetzt auch gern. Oh. Ach so, warte mal, ich weiß, warum wir eben die Boxen verpasst haben. Oh, das ist so dumm. Ich werde das nächste Level mal mit Safe States machen, Leute, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir dort wenigstens mal ein Kristall bekommen. Okay. Ah, guck mal an. Ich hoffe, der zählt. Weil, das war gar nicht so schwer. Und, oh ja, Bonus-Level. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Huhu, wir können speichern, Leute. Yay. 31%, what? Boah, die ist ja riesig. Wie kann ich mit dir reden, Pussy? Hallo. Ich glaube, die will nicht reden. Ich will doch mein Spiel speichern. Warte mal, ich mach mal ein Safe State. Mal gucken. Hm? Ich will wissen, ob es hier vielleicht zum Speichern geht. Ja, sehr gut. Guck mal, 0 von 2 goldenen Schlüsseln. Keine Ahnung, wie man die bekommt. Und 0 von 26 silbernen
Diamantengedönsen und die bekommt man, wenn man die Level richtig abschließt. Ach, 14 von 32 Level, siehst du mal. Die Hälfte haben wir gerade. Noch nicht mal. Okay, Update Saved Game. Ich mache Save States, Leute, das jetzt nur für den Fall. Okay. Mhm. Sehr gut. Das ist nur für den Fall, dass wir irgendwie nicht weiterkommen. So, und hier hat das letzte Mal die Aufnahme abgebrochen, aber er scheint sie weiterzuführen. Ja, momentan geht's noch weiter. Gucken wir's mal. So, weg mit dir, Schildkrötchen. Das war wieder fast zu knapp. Hier braucht man die, deswegen liegt sie auch da und ich bin so doof und springe einfach tot. Ja genau, denn das Ding ist, wir werden das nächste durchsafe-staten, weil da waren nicht viele Kisten, die waren alle an einem Save-Point. Und um die zu bekommen, muss man leider, also um diesen Kristall zu bekommen, muss man die leider alle am Stück erledigen, die Kisten. Und darf nicht einmal sterben, das ist so gemein und so fies. Und das werden wir jetzt natürlich machen, Leute. Ich will's versuchen. Vielleicht ist das das einzige Level dann, wo ich mal sowas schaffe. So, wieder Savey. Wir können jetzt auch schon das nächste Level, das nächste ist Sunset Vista, aber das schauen wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich an, denn wir sind schon wieder bei 13 Minuten und, oh Mann. Also nur noch Zeit. Das hier könnte dauern, weil, oh Gott. So, aber wie gesagt, ich werde jetzt bei jedem Checkpoint Safe State machen. Ich fange direkt an. Kriegen wir noch ein Leben, das ist gut. Das ist nett von denen. Kriegen wir auch noch einen. Kriegen wir auch eins. Okay. Ja, Boulder Dash, Leute. Wir kennen es schon. Melly kannte es noch nicht. Wie findest du denn diese Level-Machart? Dieses Top-Down? Stressig. Aber ich finde es cool, dass es immer unterschiedliche Levels sind, offenbar. Also einmal läuft man nach rechts, dann geradeaus, dann so wie jetzt halt quasi zurück. Glaub mir, das sind in den anderen Spielen sogar noch zu. Denn in den anderen Spielen bekommt man, im dritten Teil bekommt man noch ein Motorrad und sowas. Ich spoilere da jetzt ein klein bisschen, aber... Ne, aber man bekommt halt eine ganze Menge Zeug. Und damit werden dann halt auch spezifisch Levels gemacht. Und das ist schon richtig geil. Oh, der Endgegner vom dritten Teil ist einfach so spaßig. Okay. Den habe ich so oft gemacht, als ich endlich mal dahin kam und dann, ich glaube, ich habe ihn 10-mal hintereinander gemacht oder so, einfach weil es so fun war. Weil er ist schwer, aber er ist nicht so schlimm wie der ganze Rest des Spiels, mein Gott. Diese blöden Säulen, warum bewegen die sich? Das ist so gemein. So. Safe. Guck mal, Leute, ich habe mal gestorben. Ist so lustig, wie panisch er ausschaut, während er läuft. Ja, was würdest du denn machen, wenn dir hier so ein Felsen hinterherläuft? Ich würde zu Hause bleiben, allgemein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Aber er muss ja seine Freundin befreien und dafür macht man sowas schon mal. Oh. Und dann Safe State und jetzt los. Bevor mich das TNT fast in die Stücke reißt. Es gibt ja auch so schöne Todesarten, wenn man von Feuer stirbt, dann bleiben nur noch die Schuhe zurück, die dann rauchen. Das sieht so gut aus. Also es gibt hier schon ganz verschiedene Todesanimationen. Wobei im ersten Teil noch, glaube ich, noch nicht so viele, im zweiten dann mehr. Und das ist auch halt so ein bisschen kultig an dem Spiel, diese ganzen Tode. Okay. Obwohl es irgendwann natürlich auch frustet, wenn man zum 50. Mal von einem TNT-Fass gesprengt wurde und nur noch Staub übrig ist oder so. Ich glaube, nee, vom TNT-Fass waren nur noch die Schuhe übrig, oder? Ich weiß nicht. Okay. Ich bin jetzt durch, ohne zu sterben, Leute, ja? Richtig geil. Und ich krieg diesen scheiß Diamanten nicht. Das ist doch echt gemein. Okay. Ja. Das ist doch voll gemein. Den hab ich jetzt wieder verpasst. Aber eigentlich hast du alles mitgenommen. Guck mal, das war Außer Speedrun. Ist versteckt. Perfekt. Ah, wieder 18. Das ist ein Bonus-Level. Okay. Das ist definitiv ein Bonus. Irgendwo versteckt. Voll gemein, Leute. Nein, da kannst du doch nur geradeaus laufen. Oder zurück. Naja, gut, Leute. Aber das Schöne daran ist... Ja, ich weiß auch nicht. Da muss irgendwo an der Seite oder sowas sein, was ich nicht sehe. Das ist wirklich gemein versteckt teilweise. Aber das ist auch wirklich nur für die Ultra-Pros, die Level auswendig kennen und alles probiert haben und so. Naja, wir machen jetzt noch Sunset Vista, Leute, weil wir haben noch ein bisschen. Ich bin gut durchgekommen. 3 Minuten für das Level, das war schon geil. Und ideal. Jetzt kanntest du es ja schon. Ja, das war schön. Ja, das muss man auch. Das ist bei dem Spiel halt... wichtig. Du musst die Level auswendig lernen. Also beziehungsweise das passiert automatisch, weil du einfach so einen Scheiß machst und dann stirbst. Das war mir jetzt zu blöd, Leute, weil das ist gemein. Genau in die Flamme reingesprungen. Aber vielleicht sehen wir hier auch mal ein paar andere Todesarten. Ich muss ja sagen, diese Level sind für mich auch neu. Und keine Ahnung. Bei den anderen wird mir da ein bisschen wieder was bekannt sein.
Okay, vielleicht also das den Feuer ersten Teil hast du noch nie gespielt. Wow. Nein, den ersten als einzigen noch nie. Okay. Ich glaube nur mal die ersten zwei Level oder so, aber da hatte ich keinen Bock mehr, weil ich fand den zu gemein. Weil ich gemerkt habe, dass man da nicht speichern kann. Mhm. Aber ich habe viel lieber den zweiten Teil gespielt. Oh, wie gemein, ey. Mhm. Ja gut, was die machen, ist klar. Ja. Hier muss man aufs richtige Timing achten. Oh, oh. Das war knapp. Nein, das war tot. Ach so. Ist mir egal, Leute. Ich mach. Ich will aber bei 10 Leben bleiben, also... Ist gescheit. Ich weiß nicht, wie viel wir noch brauchen werden. Ich muss irgendwie den Endgegner auch schaffen können und so. Nein, schon wieder. Jetzt habe ich fast wieder einen Fehler gemacht. Okay. Die Dinger sind auch fies. Die gab's später nicht mehr. Okay. Scheiß Fledermäuse, ganz ehrlich. Ja? Interessante Idee war. Ich finde diese Plattformen, die waren irgendwie eine interessante Idee. Fledermäuse sind doof. Welche Plattformen? Ach so, die sich verdrehen. Die du draufspringst und dann, genau. Ja, sind sie in der Tat. Oh, die Fledermäuse sind echt doof und gemein. Weil sind Fledermäuse nicht so gemein. Wirklich? Scheiße. Oh, guck mal an. Echsen. Noch. Echsen. Ah, Todes. Ja. Ich. Na. Das war gut. Ah, weißt du was? Weißt du was? Oh, wir hatten noch keinen Checkpoint. Das ist voll gemein, weißt du was? Ey. Ja. Ich will mein Leben behalten, Mensch. Ich brauch ein paar. Das kann halt sein. Die Leute werden sich ja wieder voll gemein sein und sagen, wie safe denn das dauern? Aber ist doch außerhalb des Levels, Mensch. Das darf ich ja mal gesagt. So. Safe State nur außerhalb. Lieb sein. Ah! Okay, das war meine Schuld. Ich geb's dir zu. Dann machen wir jetzt auch weiter. Keine Ahnung, was er da gerade gemacht hat. Ich dachte, ja, komm, springen wir mal in Vorderbild. Manchmal ist aus dem Fernseher raus. Das Ding ist, ich spiele ja nicht mit einem PlayStation-Pad, wo es nur wirklich vier Richtungen gibt. Ich spiele mit einem Xbox-Gamepad, wo es vier Richtungen mehr gibt als normal. Weil es gibt auch diese Zwischenrichtung. Guck, das ging bei einem PS-Pad gar nicht so gut, was ich hier jetzt mache, dieses Schräglaufen. Und das geht mit dem Xbox-Pad um einiges einfacher, was bei vielen Spielen total Töfte sein kann. Hier aber total tödlich. Ist und, ne? Ist. Super, haben wir noch Leben bekommen? Nur mal diese doofen Fledermäuschen vorbei, die alle voll doof sind. Aber gut, das ist ja auch sehr, machbar. Naja. Komm, spring zu mir. Ja, und jetzt kriegst du einen auf den Äumel. Bäumel. Oh. Da sieht man aber auch immer, wo die Fledermäuse entlang gehen. Ja, zum Glück nicht tödlich. Nein. Diese Echsenviecher, ey. So. Komm, Fledermäuschen. Sehr gut. Da hätten sie mich wieder erwischt, die Schweinebären. Okay. Checkpoint! Das heißt, Safe State. Ah, nur falls ich zu viel Leben verlieren sollte, Leute. Das ist auch moin. Die Dinger sind ja kein Problem. Das hier wird es wieder richtig kegge. Einfach, weil man manchmal es nicht hinbekommt, richtig zu laufen. Wenn ich jetzt irgendwie runter oder hoch drücke oder sowas, weil ich mich verdrücke, dann ist vorbei, weil dann kriege ich die Ideallinie nicht mehr. Aber das ist auch schön, dass es diese 2D-3D-Level gibt, ne, die man so... Oh Gott. Man wirklich auch beides nutzt und so. Oh, Minisprünge, die sind dreckig. Nein. Ich dachte, man könnte ins Maul rein, aber das geht anscheinend nicht. Obwohl, ich will es mal versuchen, Leute. Da sind's. Warte mal, hab ich gesaved? Da sind Saves jetzt ja auch super. Mal guck mal. Mhm. Aber es bringt nichts. Ist toll. Mhm. Okay. Seht ihr, Leute, hat auch ohne Save funktioniert. Aha, der war nur sicher. Gemein. Ja, wirklich. Ablenkung, damit man runterfällt. Ja. Man könnte ja was verpassen. Oh ja. Warum sind die jetzt nicht Asche geworden, die blöden Fledermäuschen? Manu? Das sind Feuerfledermäuschen. Ja, nein. Okay, jetzt auf jeden Fall. Okay. Das war knapp. Okay, jetzt alle drei und bam. Oh Mann, ich finde die Level total spannend und auch total cool gemacht. Ja, was sagst du denn bisher zu den Leveln? Du hast ja schon jetzt ein paar Sachen gesehen, so ein paar gemeine. Ah, sowas. Oh Gott, das wird böse enden, ich sag's dir. Also das gefällt mir bis jetzt am besten eigentlich. Ja, das ist cool. Finde interessant. Weil das Level ist richtig gemein hier. Jawohl, diese Boulder-Level sind schlimmer, aber da gibt's noch... Oh,
Ich sag dir, schau bei mir. Nein! Shit. Schau bei mir den, den zweiten und dritten Teil, ich sag's dir. Das, die, da wirst du Level finden, da wird dir sogar Top-Down-Spaß machen. Gut. Hier, das hier geht es um Rhythmus. Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. I hate Rhythm. Okay. Ach, ich sag's, dass du es ganz gut hinbekommen. Ja, überraschend gut. Das muss echt an dir liegen. Und jetzt werde ich im Feuer sterben. Aber siehst du auch mal den Feuer. Guck, das zerfällt er zur Asche. Oh. Ja, habe ich hier gespeichert? Ach, ist der was? Scheiß drauf. Ich krieg eh nicht alle Kisten. Nein, das war falsch. Ja, der Rhythmus finden, das ist wichtig. Okay, so, okay, jetzt haben wir den Rhythmus wieder. Jetzt einfach rhythmisch weiter. Moin, 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 ja moin. Ja moin. Läuft, seht ihr? Ja. Seht ihr? Hier, läuft. Machen wir mal ein Savey. Muss man sich alles 100 Mal sehen. Pause. Nein. Finde ich eben auch anstrengend, wenn man dann alles 100 Mal sehen muss, dann sollen die Leute lieber ganz viele Save-States machen. Ist doch aber egal. Es macht ja schon weiter. Spaß und es ist spannend ohne Save-States. Finde ich. Es stimmt ja schon, es ist spannender ohne Save-States, aber es ist manchmal auch tierisch anstrengend und ich will mich bei diesem Spiel auch nicht unbedingt frusten. Das hier soll eigentlich nur so, weil die Reihe geil ist und ich die Reihe gerne mal wieder spielen würde, sein und ich dann eben die ganze Reihe spielen möchte und nicht nur die Teile, die mir am meisten gefallen, sondern auch den hier, den ich nicht kenne. Und bei den anderen mache ich keine Save-States, denke ich mal. Also glaube ich nicht, weil das Schöne ist, was hier nämlich so richtig gemein ist, man kann bei den anderen Teilen, jederzeit saven. Du kannst nach jedem Level gehst du in die Mitte einfach. Das ist nämlich so ein Rondell im Grunde, das man da hat. Und also ne, die Level sind rund basiert, also sind in so einer Runde aufgeteilt und man muss die freischalten mit Kristallen. Ja, hallo würdet ihr, dankeschön. Okay. Wow. Irgendwas ist gerade, hat mich gerade hier gebiept. Ich weiß nicht, was das war. Bei Windows. Keine Ahnung. Ich hoffe, das war nicht, dass meine Aufnahme jetzt wieder schrotig ist. Was war ich am sagen? Ich habe irgendeinen Fehler gerade bekommen. Ja, bei mir hast du gerade auch ein Standbild. Aber ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt oder an. Nein, das liegt an. Oh Gott, ich habe gerade ultra Probleme mit OBS. Oh. So Leute, sorry, es gab einen kleinen Fehler von OBS. Mein Anzeigetreiber hat es zersemmelt. Und deswegen fangen wir hier einfach nochmal an, schnell. Und machen hier noch die letzten 2 Minuten 30, damit der Part voll wird. Ja. Würden die jetzt wieder zurückgehen? Ja, danke. Oh Gott. Okay. Oh. So, wo waren wir im Gespräch? Ich glaube, du wolltest irgendwas zu den anderen Spielen erzählen. Nein. Ich wollte erzählen, dass ich jetzt wieder völlig raus bin. So dumm. Was zu den anderen Spielen? Wo war ich dran? Mhm. Oh Leute, ich hab's voll den Faden jetzt verloren. Total intelligent von mir. Was wollte ich denn erzählen, Mensch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist egal. Die anderen Spiele, aber nee, Moment, was da ist, was ich vielleicht meinte, ist, dass dort was kommen wird, was dir sehr, sehr gefallen wird. Auf jeden Fall. Okay. Was die Top-Down-Level angeht. Und es wird schön werden. Da freue ich mich drauf. Weil es total knuffig. Deshalb wird es dir auch so gefallen. Das ist echt total knuffig. So, und hier ist abgeschmiert, deswegen wollen wir hier jetzt mal ein Safe State. Oh, zum Glück hatte ich die Safe States noch. So, nein. Ja. Ich brauche. Ja, danke schön. Mal hängen bleibst du mir. Mal hängen bleibst du hier das da. Das ist auch so doof. Deshalb den Safe State. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen, bisschen raus, Leute. Passiert. Verständlich. Okay. Ledermäuschen abwarten. Nein! Ja, ist egal. Ich bin oben. Läuft. Dafür sind die Masken da. Ja, auch egal. Übrigens, wenn man die Kisten so zersäbelt, mit diesem Wirbel, zählen die trotzdem. Auch wenn das so eine Kiste ist, wo man eigentlich drauf springen muss. Okay. Also die zählt dann trotzdem. Ich save mich jetzt hier durch. So, Leute, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nächster Part dann wieder richtig, weil jetzt, nervt's. Vor allem, wenn jetzt wieder die Fledermäuschen ankommen und mich hier töten. Das ist unglaublich.
Es ist doch unglaublich. Ich will jetzt nur noch die 2 Minuten vollkriegen, damit der Part wenigstens safe ist. Ich muss dann cutten, Leute, deswegen wird es einen kleinen harten Cut geben. Weil DX Story rumgesponnen hat. Es hat zum Glück noch den Rest zugelassen. Also den Rest des, also den ersten Teil des Partes, die ersten 18 Minuten oder so. Hat es gespeichert. Dummerweise heißt das trotzdem, dass wir was verlieren, weil am Ende hat es halt nur noch Standbild gehabt. Ja. Und man hat nichts mehr gehört. Aber das Level beende ich jetzt noch. Oder? Ja, komm, ich versuch's. Wenn das jetzt klappt, auf Anhieb, dann machen wir's. Ansonsten. Ja, voll. Wir machen hier noch ein Part, von daher machen wir hier jetzt einen kleinen Cut, Leute. Wir sind beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Crash Bandicoot. Let's Blub Crash Bandicoot, mein Gott. Ich bin ganz raus. Ich bin jetzt ganz nass geschwitzt, Leute, wegen dem Scheiß gerade. Ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute. Und sag noch Tschüss, Melly. Tschüss.